Schönen guten Morgen. Wir haben heute den 30. August und unser letztes Video ist eine Woche her. Aber bevor wir irgendwas anderes erzählen, möchten wir uns erstmal bei allen Helfern und helfenden Händen bedanken. Muchas gracias a todos los ayudantes. Many, many thanks to all people and all helping hands. So especially to our guardian angel, the guys from Sonaterra Offroad. Many, many thanks. Yeah. Muchas gracias. Many thanks. It's terrible for the helpness. I don't understand it. It's amazing. Okay, dann möchten wir uns noch bedanken bei den ganzen Hilfsangeboten, die wir bei Instagram erhalten haben und an die vielen, vielen Follower auf unserem YouTube-Channel. Vielen herzlichen Dank, dass ihr so großes Interesse an unseren Reisevideos und an unserem an unserer Reise habt. Und ja. An unseren Erlebnissen. Vielen Dank. Thanks to all the followers we have. So it's amazing. Thanks to. Yes. Okay, was ist die Woche in Ahimsa hier passiert? Die Woche ist irgendwie wie im Flug vergangen. Und ja, wir haben hier nichts auszustehen. Nee, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben Wasser, wir können einkaufen gehen, wir sind mobil durch das kleine Quad und alles gut. Wie gesagt, die Einfallstraße hier nach Ahimsa ist 500 Meter hier hoch und dann ist es noch ungefähr ein Kilometer. Da gibt es dann die Geschäfte, Restaurants und alles, was wir brauchen. Ja, wie gesagt, Wasser können wir aus dem Fluss ziehen, weil sonst sind wir ja komplett autark. Also hier ist alles easy going und wir wollten die Woche eigentlich so viel schaffen oder noch machen. Irgendwie sind wir zu gar nichts gekommen. Wir waren mit vielen anderen Dingen beschäftigt. Auch mit sehr vielen netten Begegnungen und mit Gesprächen und es war eine faszinierende Woche. Ja, was in dieser Woche passiert ist, zeigen wir euch jetzt in dem kurzen Video über Ahimsa. Noch eins dazu, die Blattfedern sind noch nicht da. Wir warten noch drauf. Also wir gehen davon aus, dass sie vielleicht morgen dann eingebaut werden können, wenn sie heute kommen. Aber erstmal ein kurzer Rückblick über die Woche in Ahimsa. Viel Spaß dabei. Ja. Letzten Montag vor der Werkstatt. Unser Freund Paolino telefonierte erneut mit dem Lieferanten und erteilte uns mit, dass die Lieferung wohl noch bis Ende der Woche dauern würde. Er empfahl uns, den Standort zu wechseln, denn ganz in der Nähe, ca. 500 Meter von hier, wäre ein sehr schöner Stellplatz direkt am Fluss. Er wäre ohne Probleme für uns zu erreichen und ist für Fremde eigentlich nicht zu finden. Ein kurzer Tipp. Nach dem ersten Kreisel befindet sich ein Industriegebiet. Von dort aus geht ein kleiner Weg hinunter zum Fluss. Die Nacht von Montag auf Dienstag verbrachten wir allerdings noch vor der Werkstatt, um dann am Dienstagvormittag unseren Standort zu wechseln. Der Platz war perfekt für uns. Er war schattig und direkt am Fluss. Er bot sich für eine erste kleine Wäsche an. Ich konnte früh morgens von meinem Bett aus den Sonnenaufgang beobachten und wie sich die Nebelschwaden über den Bergen langsam auflösten. Diese Aktion war schon längst überfällig. Detlef sah selber schon aus wie ein Zauselkauz. Bleib so, ja? Erstmal ja. Gut, okay, alles da. Ja. Alles wieder hübsch. Da wir jetzt genug Zeit hatten und einen riesigen Wasservorrat direkt vor der Tür, habe ich eben noch mal schnell die Bettwäsche gewaschen. Ich kam mir ein bisschen vor wie Aschenbrödel in dem Film Drei Nüsse für Aschenbrödel. Ich liebe meine elektrische Waschmaschine zu Hause. Es ist eine tolle Erfindung. Nicht
Nicht nur die Wäsche benötigte ein Vollwaschprogramm, sondern auch Detlef. Ja, fresh. Ist gut. Die Pflicht war erfüllt, nun kam die Kür. Ich widme mich jetzt schöneren Dingen. Wie lesen, malen. Und Detlef hatte in der Zwischenzeit schon die Vorbereitungen für seinen zweiten Angelversuch getroffen. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Petri Heil. Die Fische waren zu sehen, aber anbeißen wollte keiner. Ich beobachtete am Himmel die kreisenden Gänsegeier, die sich im Wasser spiegelten. Während ich die Geier am Himmel beobachtete, zuppelte es an meiner Angel. Und ich hatte doch Glück. Ein Fisch. So groß, dass er für uns beide zum Mittag reichte. Am späten Nachmittag zog plötzlich ein heftiges Gewitter auf. Es platterte auf unser Dach. Ich mag dieses Geräusch von Regen und ich beobachtete, wie die dicken Tropfen auf unser Dachfenster trommelten. Jetzt nahm ich mir etwas Zeit zum Malen und Basteln. Am Fluss gibt es so viele schöne Steine, ich dachte, die eignen sich gut als kleine Geschenke. Auch hier gab es wieder die Möglichkeit, schöne Nachtmotive zu fotografieren. Am nächsten Tag war Einkaufen angesagt. Wir mussten unseren Getränkevorrat auffüllen und auch im Kühlschrank gab es Defizite, die zu ersetzen waren. Außerdem haben wir hier wieder eine super Fischtheke gefunden, sodass wir gleich zugeschlagen haben. Diese Woche ist schneller vergangen, als wir gedacht hätten. Wir waren auch gut beschäftigt mit Wäsche waschen, kleinen Reparaturen und alles, was dem Müßiggang so gut tut. Jetzt war es an der Zeit, einen Ausflug in die Umgebung zu unternehmen. Wir sind mit unserer kleinen Strixa runter von der Straße und in die nahegelegenen Berge gefahren. Manche Wege endeten dann im Nirgendwo. Also wieder umdrehen und die nächste kleine Straße ausprobiert. Auf unserer Suche führte uns der Weg durch ein kleines Bergdorf mit engen Gassen und wunderschönen alten Häusern. Die Straße endet oben an einer alten Kirche. Mal schauen, was uns da erwartet. Die Straße endete direkt vor der Kirche. Da diese geschlossen war, besuchten wir den kleinen Friedhof und die umliegenden Olivenhaine. Hinter der kleinen Kirche gab es einen Aussichtspunkt. Von hier hatten wir einen wunderschönen Blick in die beiden uns umgebenden Täler. Ja.
desde el propio pajarito en su iglesia. ¿Y si se salía cuando era...? Cuando tenía procesión antes. ¿Por aquí la puerta de abajo que hay de madera? Sí, en la casa. Am Nachmittag beobachteten wir in der Nähe unseres Autos eine junge Frau, die versuchte, einen Wildvogel anzulocken. Wir waren sehr interessiert, ob das wohl klappt. Und siehe da, nach kurzer Zeit setzte sich ein kleiner Vogel auf ihre Hand und ließ sich füttern. Was? Wir waren schwer begeistert von diesem Talent und kamen ins Gespräch. You speak English? I can take this picture for my YouTube channel? No problem, yeah. Okay, thank you. Queens are only traveling and... No, I work. Aus dem Gespräch entwickelte sich ein intensiverer Austausch über Reisen, Tanzen, Yoga, Meditation und was einem im Leben so wichtig ist. So, I was doing online birthday videos. So, recording myself for... people to send videos as a like an actress and dancer and a speaker. So they were hiring me to make a special video with the story of the person, and then I was sending that on a YouTube channel or Instagram. No, that was it privately. Oh, privately. So with the company of some friends, they created this. They're artists as well. Mm-hmm. So if someone was calling, let's say you want a birthday for her. So you tell me the story of her, something funny or whatever you want me to say about her, and then I make a video, and then I tell her, oh, this person told me this about you and this, and now I'm gonna dance for you for to celebrate your happiness or to remind you your beauty or something, and then so it's like a mix of combination depending on what they want. So I was doing that, and then doing as well, when I could, some private classes to relax, like meditation, relax and dance, and Spanish dance for happiness. Classical Spanish dance. Yeah, but I didn't do too much in Greece because of the situation, and I was starting with this project. Okay. And online classes, yeah, listening online mainly. Okay. But mainly staying there, enjoying Greece. First month was traveling. It was very beautiful, and then I found a place nice for the winter, so I stayed there, and learning about the philosophy, how they approach to life. It's very interesting. The Greeks are really interesting. I think so. Yeah. Friends from us are in Greece now, so they're traveling through Albania and going to Greece, maybe. Okay. Have you been there? To make a little bit advertising for your channel. Ooh, fantastic! You can do it. I can do it. Yes. I don't know. I don't feel like to advertise myself. I just feel to share my love. Okay, I bring a text under the video. Okay. So on a, and you can. You write your YouTube channel on a small paper. Okay, fantastic. You can find it on. And our video on YouTube. Thank you so maybe much. Maybe get some more followers or clients. Maybe, yeah, so. I know. Thank you. No problem. You're we share as well, so I reshare yours as well. Thanks. Shall we change now? And now I interview yourself. So, what did you do? That's not necessary. And also. Dinner for two am Fluss am Sonnenuntergang. Ja. Prost. Auf unsere Reise mit der Pause. Ja, und das ist weit, weit weg. Ja, aber ist ja schön hier. Hat man wahrscheinlich eh nicht. Wow. Das ist aber meiner. Was haben wir denn da alles auf dem Tisch? Melone. Oh, du isst schon? Weißbrot, Oliven, Variationen von Käse, spanischen Schinken und französischen Wein. Französischen Wein, wie frevelhaft in Spanien. Ja. Aber den haben wir eben schon probiert. Ich finde den ganz lecker.
Ja, spanische Schinken haben wir noch. Meine Äpfel, habe ich doch gesagt. Ja, hast du gesagt. Mein Wein ist es nicht, aber es geht. Okay, dann schlagen wir jetzt mal zu. Jawohl. Ja, so kann man es aushalten. Das war unser Bericht über 10 Tage Ainsa und warten auf die Blattfedern. Im nächsten Teil können wir dann hoffentlich berichten, dass die Blattfedern eingebaut sind und wir wieder on the road. Okay, tschüss!